Hallo ihr Lieben, heute kommt ein Unboxing-Video, denn ich habe bei Tonic Studios bestellt. Und was ich da bestellt habe, möchte ich euch gerne zeigen. Eine kleine Information dazu. Jedes Wochenende sind da solche Bündelsets im Angebot. Die laufen von Freitag bis Sonntag. Und da kann man wirklich einige sparen und ja, schaut gerne mal da rein. Und dieses Angebot war vor 2, 3 Wochen bei Tonic Studios im Angebot. Ja, und ich konnte da einfach nicht dran vorbeigehen. Unter anderem waren diese Nuvo Shimmer Powder im Angebot, im Viererset. Preise weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ich werde auf jeden Fall alle Informationen unten auch in der Infobox verlinken. Ich fange jetzt einfach mal an. Das ist einmal Shimmer Powder Green Parat. Dann haben wir hier einmal Atlantics Bass. Dann so einen schönen lila Ton. Lilac Waterfall. Und in so einen rosa Ton. Sherry Boom. Und was man damit so machen kann, das zeige ich euch mal eben. Denn ich nehme jetzt einfach mal diesen rosa Ton. Entweder man träufelt so ein bisschen hier drauf und dann nimmt man ein bisschen Wasser. Und jetzt könnt ihr sehen, was passiert. Ich halte das mal in die Kamera. Dann sprenkeln diese Pigmente auf und ja, das ist ein tolles Ergebnis dann. Mache jetzt mal die anderen Farben auch. Ihr braucht nicht viel, das ist sehr ergiebig. Man kann damit auch umgekehrt das drauf tragen, also erst Wasser und dann das Puder. Also da könnt ihr gerne mal ausprobieren. Jetzt einfach mal ein bisschen Wasser wieder drauf. Und dann ineinander mal vermischen. Und das gibt auch so einen leichten bläulichen Ton. Also ist immer unterschiedlich. Je mehr Wasser natürlich. Ne, da gibt es so einen tollen Effekt. Dann habe ich hier noch Grün. Einfach mal drauf streuen. Da ist ja jetzt schon Wasser drauf. Und so sieht das dann aus. Sieht das nicht genial aus, wie sich das ineinander verläuft und wie die Farben sich untereinander vermischen. Jetzt nehme ich noch einmal dieses Grün. Wie gesagt, man braucht nicht viel. Das reicht meistens schon. Oder man kann jetzt so mit dem Pinsel drüber gehen. Oder hier habe ich noch ein Stück Restepapier. Man kann das dann anföhnen, wenn man das gerne getrocknet haben möchte. Hier, und so kann man seine eigenen Hintergründe gestalten. Also ich finde das mega. Und das glimmert und schimmert. Ich hoffe, das sieht man. Und ja. Das kann man dann hier so runterträufeln lassen. Einfach genial. Ich packe das jetzt mal zur Seite. Man kann das von sich her trocknen. Also ich bin schwer begeistert davon. Am besten ganz weit weg erstmal. Also das ist das zum einen, was ich bestellt habe. Und dann habe ich Papiere bestellt. Es waren zwei verschiedene Bündels, also Sets verpackt. Da war das Thema einmal so bläuliche Töne und einmal rosa Töne. Aber ich werde die auch einzeln unten in der Infobox rein verlinken. Zum einen war einmal dieses Blushing Pink.
Das sind A4-Bögen, 250 Gramm und 5 Sheets. Und das packe ich jetzt nicht aus. Ich hoffe, das sieht man. Das hat so einen Schimmer. Das zum einen. Dann war im Set, das habe ich schon ausgepackt mal, um euch das, um das zu zeigen gleich. Das nennt sich Pink Sunset. Das ist so ein Embossing-Papier, was schon fertig embossed oder geprägt ist, sagt man ja auch im Deutschen. Das sind wie viele Sheets? Ich glaube auch 5 Seiten. Auf jeden Fall, ich hole mal eins raus. Das hat so eine, ja, so eine tolle Prägung halt, mit Goldschimmer noch da drin versetzt halt. Und das kann man super für, ja, Highlights auf Karten setzen, für Hintergründe und so. Ne, das sieht aus wie Blumen. Man kann sie vielleicht auch einzeln ausschneiden. Also ich finde das super schön. Das zum einen. Dann gibt es einmal Cardstock, also Classics. Das sind 10 Sheets drin, also 10 Seiten. Das hat so eine leichte, nennt sich Bubblegum Pink, so eine Struktur. Perfekt auch um Boxen zu gestalten für diese Grammatur. Und ja. Dann haben wir hier einmal Coral Pink. Mega schöne Farbe. Hat auch so eine leichte Struktur. Dann haben wir so einen wunderschönen Rosé Pink. Und die Farbe gefällt mir besonders. Raspberry Pink. Ne? Also Papier geht ja immer. Und ja. Und jetzt kommen wir zu den Blautönen. Da haben wir einmal Cornflower Blue. Dann haben wir hier so ein helles Blau. So ein Arctic Blue. Gerade jetzt für die Sommeralben zum Beispiel, für maritime Sachen, super geeignet. Dann, ja, das ist natürlich so meine Farbe. Ocean Blue, sagt schon alles. Dann haben wir so ein Pazifik Blau, würde ich jetzt sagen. Teal Blue. Also, mega klasse. Dann war in dem Set noch Glitzerpapier drin. Also richtig 250 Gramm Grammatur, also richtig festes. Und ja, Glitzer geht natürlich nicht ab. Das ist richtig so, ja, drauf. Ne? Und wie das glimmert und schimmert, einfach mega. Dann haben wir hier einmal auch so ein helles Blau. Mega, oder? Das funkelt und glitzert und ein Traum. Ah ja, dann haben wir noch Spiegelkarton in Matt. In so einem Pinkton, sehr schön. Dann in einem Blauton, was so schimmert, so holographisch mäßig. Das lege ich einmal zur Seite. Ich denke mal, das blendet so ein bisschen in der Kamera. Und dann haben wir hier noch so einen Schimmer. Ja, in so einem Frostblau, ne? Auch mega klasse. Und ja, das war meine Bestellung. Also schaut gerne mal dazwischendurch rein. Ich verlinke die Seite gerne unten in der Infobox. Und ja, wir hören voneinander, sehen voneinander. Und ich sag dann mal bis demnächst. Tschüss.